zack, bin ich wieder hier und kann weiterlaufen. Hallo Leute und willkommen zu einer neuen Funktionsvorstellung von dem Hybrid 3 Client. Und zwar der Hybrid 3 Client ist eine richtig coole Funktion, die nennt sich Setback. Wir befinden uns gerade auf dem Gomma HD Server und der Gomma HD Server hat derzeit diese Anti-Cheat Version 3.0.1 AAC. Ja, es ist nämlich so, dass bei FFA, also ich befinde mich hier gerade, wenn man gekillt wird, dass man hier am Spawn wieder gespawnt wird. Nur Hybrid 3 hat jetzt ein neues Feature eingebaut, das nennt sich Setback. Das heißt, wenn man getötet wird, dann spawnt man wieder an der Stelle, wo man umgebracht wurde. Und das ist meiner Meinung nach ziemlich lustig, vor allem für einen kostenlosen Client, der das Ganze auch bypasst. So, ich werde jetzt erstmal ohne Setback auf den Gegner losgehen, mich mal von dem hitten lassen. Ich ziehe mal hier meinen Brustpanzer und meine Hosen aus, damit das bisschen schneller geht, weil es gibt hier eine Menge inkompetenter Spieler, die einfach immer weglaufen, wenn ich gegen die kämpfe, aber das kennt ihr wahrscheinlich selber. So, ich hau jetzt mal diesen Typen hier. Da geht er direkt auf mich los und wie ihr sehen könnt, bin ich hier wieder am Spawn. So, ich habe jetzt eine Tastenbelegung für die Funktion eingestellt. So, jetzt habe ich einen kleinen Schnitt gemacht, weil es ist ziemlich schwer, Gegner zu finden, die dich angreifen. So, ich hau jetzt diesen Typen und er müsste jetzt auf mich losgehen. Jetzt fange ich an rumzuspacken, das ist aber ganz normal. Und wie ihr sehen könnt, Leute, bin ich hier wieder oben und kann jetzt einfach weiter auf diesen Gegner losgehen. So, ich hau den jetzt mal wieder. Okay, der möchte nicht. Das ist so das einzige Problem hier, dass die Gegner einfach einen nicht mehr angreifen wollen. Ich zieh jetzt meinen Brustpanzer aus und lass mich jetzt einfach von dem schlagen. So, komm. Ich mach Setback wieder an. Ich hoffe mal, stört euch nicht, aber die Leute sind hier so ein bisschen dumm. Zack, bin ich wieder hier und kann die Typen wieder angreifen. So Leute, das gleiche funktioniert auch auf Bad Wars, was meiner Meinung nach ziemlich witzig ist. Ich laufe jetzt mal gleich zum blauen Team und lass mich dort gleich umbringen. Wird bestimmt ganz lustig. Ach, warte mal, ich werde ja schon gleich gekillt. Zack, bin ich wieder hier und kann weiterlaufen. So, jetzt mache ich wieder Setback an. Jo Leute, wenn euch dieses Video gefallen hat, dann würde ich mich echt über eine positive Bewertung freuen. Ich meine, immerhin ist es ein kostenloser Hack-Client und solche Funktionen kriegt man nicht einfach so geschenkt. Unterstützt die Devs, die ich verlinkt habe und ja, würde sagen, bis zum nächsten Mal, euer Garkulim.